So, hallo und ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Bus Manager in der zweiten Staffel. Wir schreiben heute Montag, den 20.02. Und ja, ich bin schon seit 5 Uhr wach. Bitte hinterfragt nicht, warum. Denn es geht euch nichts an. Ich weiß gar nicht mehr, was Vergangenheitsfanto gemacht hat. Die Dienstpläne anscheinend. Ich glaube, das Einzige, was wir machen wollten, waren die verkaufen und dafür neue Busse anschaffen, ne? Mal gucken, ob wir hier einen schönen Citybus haben. Ich könnte ja mal morgen in den Schichtplan gucken. Nee, für morgen. Wilhelm möchte nicht fahren. Schade. So. Haben wir hier irgendeinen, der irgendeine Schicht übernehmen kann? Eine Frühschicht am besten. Bis 15.50 Uhr. Warte mal. Hier haben wir einen. Hier haben wir einen zweiten. Hier haben wir einen dritten. Das 57, das sind beides Frühschichten. Ich habe übrigens morgen Teildienst. Das ist ganz besonders bei mir. Bis 16.05 Uhr. Passt leider nicht. Aber dafür passt die hier rein. Und die hier da rein. Und die hier dahin. Und so tauschen wir hier hin und her, ne? Zack. Ja, so läuft das hier. Ich wollte die gerade da hinzufügen, aber das funktioniert leider nicht. Dafür funktioniert das hier. Hier noch irgendeine Spätschicht ab 14.25 Uhr. Nee, wa? Nee. Schade. Doch, hier haben wir eine. Warte, war das hier? Nee. Die können wir zum Beispiel da hinzuweisen. Ja, so läuft das hier. Ab 14 Uhr irgendwas. Passt gerade so nicht. Okay, wir haben hier zwei Spätschichten bis 12.40 Uhr und bis 16.40 Uhr. Warte mal. Irgendeine Frühschicht bis 12.40 Uhr. Nee, die alleine steht. Ich habe eine Nachricht bekommen. Also auf meinem Handy. Eine Frühschicht, die alleine steht. Ja, haben wir nichts, ne?
Doch, hatten wir. Warte mal, 11 Uhr, warte mal. Bis 16:40 Uhr. Doch, warte mal. Irgendeine Frühschicht hatten wir noch. Hier, die hier zum Beispiel. Die könnten wir da einsetzen. Ach so, jetzt haben wir noch eine. Warte mal, bis 16:10 Uhr. Tö. Ich Idiot, ich habe ja zwei Linien damit hochgenommen. Egal. Bis 11:40 Uhr eine Frühschicht haben wir nicht, wa? Hier zum Beispiel könnten wir noch so drauf zuweisen. Ich werde die letzten Gelenkbusse hier wegkriegen, weißt du? Weißt du? Bis 12:15 Uhr, das passt da gerade so nicht, ne? Ja. Sechs Uhr dreißig bis 16:40 Uhr. 14 Uhr. Können wir hier drauf zuweisen? 17:30 Uhr. Können wir hier drauf zuweisen? 18:30 Uhr. Ich will halt die letzten Kennzeichen wegkriegen, wisst ihr? Deswegen nehme ich mir jetzt alle erstmal rüber. Und plan die manuell ein, damit wir dann gleich einen Großkauf machen können. Wisst ihr? Bis 16:40 Uhr. Ich kann ja 16:50 Uhr gleich die Linie hier fahren. Bis 12 Uhr, warte mal, haben wir bis 12 Uhr noch irgendwas? Ja, doch, warte mal. Dann fährt der Linie 5. Siehst du, so können wir eine einzige Sache einsparen. Und ab 19:20 Uhr hast du keine Spätschicht mehr und bis 8:30 Uhr sowieso nicht. Genau. Schade. Bis 15:20 Uhr, dann kann der da. Bis 15:45 Uhr, dann kann der da. Bis 9:40 Uhr, dann kann der zum Beispiel gleich im Anschluss die hier fahren. So, und schon haben wir sechs Gelenkbusse, die wir theoretisch zumindest für morgen verkaufen können. Und ich denke mal, 10 Stück oder so kriegen wir locker hin. Aber ich will jetzt auf Kappa City setzen dann. Komplett, hatten wir ja, glaube ich, gesagt in der letzten Folge. Wir nehmen jetzt einfach alle mit rüber hier. Dann gucken wir noch, ob wir bei Kappa City noch ein paar einplanen können. Vielleicht, wer weiß. So, zum Beispiel eine Frühschicht bis 16 Uhr. Der kann die zum Beispiel fahren. Zack. 9:50 Uhr bis irgendwas. Gibt es irgendeine kurze Schicht oder so? Nee, gut. Ab 14:10 Uhr eine Schicht. 14:20 Uhr. Bis 18:10 Uhr eine Schicht. Dann nehmen wir mal gleich die ganz früheste hier. Bis 10:15 Uhr. Haben wir da irgendwas? 11 bis 21 Uhr. Nee. Okay, bis 15 Uhr. Da hätten wir zum Beispiel Linie 8 im Angebot. Eine Spätschicht ab 13:20 Uhr.
Können wir zum Beispiel hier Linie 2 gleich. Hier fehlt was, bis 15:55. So, hier können wir eine schöne Spätschicht ab 15 Uhr. Das wird interessant hier. Wir haben gefühlt mehr Spätschichten ab als Frühschichten. Wir müssen mehr Frühschichten vergeben, aber egal. 6.20 Uhr bis 16.15 Uhr. Also ab 16.15 Uhr irgendwas. Ab 19 Uhr, na, da haben wir glaube ich nichts. Nee, sag ich ja. Die muss alleine stehen. Es sei denn, wir haben irgendwas bis 8 Uhr, aber das sieht nicht so aus. Haben wir irgendwas bis 13.05 Uhr? Das hier zum Beispiel. Ich frage mich, warum du Stadtlinie Neuenhagen als Gelenkbus drin hast. Egal. Ab 13.20 Uhr. Ab 13.20 Uhr, da können wir die hier, Auftragslinie A1. Zack. Bis 11.25 Uhr oder ab 11.25 Uhr, da können wir 12 Uhr nehmen. 11.55 Uhr können wir 12.35 Uhr nehmen. 15.25 Uhr. Ja, da können wir leider bisher nur erstmal die hier nehmen. 15.55 Uhr, da passt jetzt leider nichts mehr. Ab 13.50 Uhr passt leider nur die hier hin. 14.55 Uhr, da passt leider nur die hier hin. 17.40 Uhr, das brauchen wir ja nicht nachgucken. Eine Frühschicht, na endlich. Bis 17 Uhr, also irgendeine lange. Oder wir nehmen einfach wieder die früheste. Ab 14 Uhr irgendeine Spätschicht. 14.10 Uhr. Irgendeine Frühschicht bis 17 Uhr. Siehst du, und so weisen wir nicht alle drauf zu. Irgendeine Frühschicht wieder. Irgendeine Frühschicht bis 11 Uhr. Gibt's sowas? Nee, wa? Bei uns doch nicht. Alter, Alter. Irgendeine Spätschicht ab 14.35 Uhr. Ja, das ist Stadtlinie. Das wollen wir aber nicht. Warum auch immer. Doppeldecker. Egal. Bis 11.40 Uhr haben wir keine Frühschicht. Nee, die muss... Da muss... Der mal ganz kurz weichen. Bis 12.55 Uhr. War hier noch irgendwas übrig? Okay. Ab 15.40 Uhr. Ja, das passt nicht. 14.35 Uhr hätten wir noch eine. Jetzt irgendeine Stadtlinie wieder zugewiesen? Wo ist denn die hin? Keine Ahnung. Ach, da ist die Stadtlinie, okay. 15.40 Uhr, da haben wir nichts. Bis 17 Uhr. Ein paar Frühschichten haben wir noch übrig. So, hier ist alles voll. Oh, bis 3.20 Uhr. Achso, okay, die steht alleine. Okay, gut. Nevermind. 16.40 Uhr haben wir nichts. Nee, können wir gleich vergessen. Bis 11.40 Uhr. Nee, das hier, das geht scheinbar schon bis zum nächsten Tag. Mhm. 16.10 Uhr können wir gleich vergessen. 19.20 Uhr können wir auch vergessen. 16.05 Uhr, vielleicht, nee, haben wir nicht, bis 12 Uhr. Das könnte sogar vielleicht was werden. Hier. Zack. Okay, jetzt kommen die ganzen Gelenkbusse, die noch nicht zugewiesen wurden. Auf Seite 24, Moment. Erstmal gucken, ob wir die Stadtlinie hier irgendwo drauf zuweisen können.
Das ist eine Startlinie ab 14.40 Uhr. Können wir ihm hier zuweisen. So, siehst du hier mal noch nicht zugewiesen. 11 Uhr hat hier noch keiner Feierabend, ne? So, also alle Gelenkbusse ab der 35 oder ab der 40 würde ich zumindest verkaufen. Erstmal gucken wir ganz kurz vom Marktplatz. Da gibt es nichts. Fuhrpark. Verkaufen. Achso, der fährt heute noch, ne? Stimmt, die fahren ja heute noch. Also, okay, warte mal, bei denen wisse ich es gerade nicht. Heute. Okay, die 52 bis zu 54 können wir erstmal verkaufen. Ach ja. So, es laggt wieder richtig schön. Das ist wunderbar. Ich habe ein neues Angebot erhalten. Nee. Also sag mal, 35.000 ist die Schmerzgrenze. Das ist in Ordnung. Tschüss. Was machen die denn hier, die Jungs? Okay, Marktplatz. Ah, ich habe gesagt, 35.000 ist meine Grenze. Also weg damit. Ich warte jetzt übrigens ab, ne? Also wir scheffeln gerade ordentlich Kohle, ja, das ist gut, aber. Warte mal, ich mache mal kurz eine Sprachnotiz, ich bin gleich wieder da.
So, 6,7 Minuten. Also wir machen gerade richtig gut Kohle. Ich würde gerne nochmal im Fuhrpark ein paar Busse vielleicht reparieren. Eins, zwei, stehen auf dem Hof. Nee. Drei, vier. Fünf, sechs. Ich habe wieder eine wichtige WhatsApp bekommen von der Person, die ich verknallt bin. Die wird gleich beantwortet. Ein Moment. Der kann auch mal tanken. Licht. Tanken. Technischer Zustand. Scheibenwischer. Tanken. Technischer Zustand. Blinker. Tanken. Technischer Zustand. Licht und Scheibenwischer. So, dann lassen wir das Spiel mal weiterlaufen. So, wir haben auch ein neues Angebot auf dem Marktplatz. Da gucke ich doch gleich mal. 19.000, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Du hast doch irgendwas hier soffen, Alter. Aber irgendwas, was hier richtig nicht gut bekommt. Kredite, muss ich da welche abbezahlen? Ja, wir könnten mal den abbezahlen hier. Wir können ja sowieso schon fast 10 Busse kaufen, also von daher. Drauf geschissen. Drauf gescheißert. So, der ist schon auf dem Betriebshof. Dann fährt er jetzt noch Schicht? Nee, verkaufen. Fährt der jetzt noch Schicht? Nee, dann können wir den auch schon mal verkaufen. Ich habe ja gesagt, ab der 30 oder so können wir alle verkaufen. Also ich mache jetzt mal nur runter bis zur 40. Weil ich mir jetzt noch ein bisschen unsicher bin. Diesbezüglich. So, wir haben ein neues Angebot erhalten. Zeig mal her. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe ja gesagt, alles auf. Ja. Nein. Wie gesagt, 35.000 ist meine Schmerzgrenze. Und es gibt auch Grenzen. Die müssen auch gezogen werden. Vierzigtausend, nice. Wir machen gerade richtig gut Kohle, alter Vater. So, die 44 ist so auf dem Hof, die fährt keine Schicht mehr, also können wir sie verkaufen. Nicht irgendein Gelenkbus oder so oder irgendein Bus, der gerade auf dem Hof steht und vielleicht repariert werden muss. Die sind nur alle in Ordnung hier. Der fährt zum Parkplatz, der ist auf dem Hof, der fährt zum Betriebshof, der ist auf dem Böp. Wird in die Werkstatt gefahren, aha, auf dem Betriebshof. Oh, was ist denn hier los? Oh, der Motor kaputt. Ja, dann repariert er noch einmal. Was ist hier? Ach komm, tausch einfach mal die Bremsbeläge aus, let's go.
Habt ihr eh nichts Besseres zu tun. So 102.000 Fahrkarten müssen wir verkaufen. Ja, das ist in Ordnung. Die Ticketpreise sind wirklich in Ordnung. Ich frag mich, warum. Warte. Hallo? Spiel? Warum hier Auspuff rauskommt, wenn der Auspuff da hinten ist? Muss ich auch nicht verstehen. Motor und Scheibenwischer ist hier kaputt. Leck mich am Arsch. So, vier neue Benachrichtigungen. Schön Eiche. Fickt euch. Keine Freizeit mehr. Ja, das ist du. Willkommen im Busunternehmen. Schichtplan für morgen ändert sich aber nicht gut. Hier 105, die verkaufen wir ja alle gerade. Kappa City L. Siehst du, hier ist zum Beispiel einer. Den können wir kaufen. Nice, Dankeschön. Den werten wir so gesehen auf. Wo ist denn der? Ach, da kommt er, okay. Tanken, Innen-Außenreinigung, technischer Zustand, Klima, Licht und Router, Bremsbeläge, Keilriemen, Motoröl, Reifen. Und du bekommst Kennzeichen. Ich habe keine Ahnung, ich hab's vergessen. Fuhrpark. So. Wie gesagt, es werden jetzt hier alle ab den 40er Kennzeichen verkauft. Ein paar will ich ja noch haben. Die sind alle auf dem Betriebshof. Okay, nice. Verkaufen. Die sind ja noch halbwegs gut in Schuss hier, also von daher. Nee. 35.700, nehmen wir an. Heute haben wir gut was plus gemacht hier. Also bin ich schon stolz auf uns. Da wir werden jetzt erstmal dann gleich ein paar Gelenkbusse gekauft. Vor allen Dingen jetzt in der Nacht. Marktplatz. Spiel wurde automatisch gespeichert, ja. Bei Gebraucht ist jetzt wirklich nichts drin, ne? Außer ein 405er. Erstmal kaufe ich Ersatzteile. Oder? Ja, hier müssen wir mal. Hier müssen wir mal. Hier kaufen wir mal ein paar. Hier kaufen wir mal ein paar. Hier kaufen wir mal ein paar. Hier. 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 Ein paar Motoren. Genau, Marktplatz. Nee. Kappa City. 10 Stück. 460.000. Anwenden. So, dann fahren die nämlich gleich morgen die Schichten so gesehen. Hier sehen wir ein paar, ne? Hier zum Beispiel sowas. Sowas hier, sowas Hässliches, sowas Hässliches. Also Touren, die alleine stehen, so gesehen.
Hier sind größtenteils alles Gelenkbusse, die verplant sind. Ja, kriegst du nicht verbaut, ja. Hier kriegst du auch nicht verbaut. Hier kriegst du noch eine Schicht vielleicht verbaut. Bis 13:20 Uhr. Dann ab 13:50 Uhr den hier. Ich will halt also die letzten Kennzeichen so gesehen erstmal verkaufen, ne? 4:20 Uhr bis 15:20 Uhr und dann ab 16:05 Uhr. Genauso wie bis 15:05 Uhr und dann ab 16:50 Uhr. Okay, hier die übernehmen jetzt. Doch, die hier übernehmen noch zwei Schichten. Aber alles ab der 30 so gesehen nicht mehr. So, 23. Nee, bis 2:40 Uhr bist du bescheuert. 11:40 Uhr. Haben wir noch eine Schicht, die bis 11:40 Uhr geht? Nee, wa? Das sind jetzt so gesehen alles Schichten, die so gesehen die Capacities übernehmen müssten. Bisher. So, nice. 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 So, dann können wir alles ab der einschließlich 23 verkaufen. Ist das richtig? Ja. Alles ab der einschließlich 23. Können wir die auch für 0 verkaufen? 11.000, okay. Alles ab der einschließlich 23. So, da bekommen natürlich die neuen Fahrzeuge dann auch erstmal die entsprechenden Kennzeichen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel 54 haben wir. Rüdersdorf G054 Steuerung C. Ach so, die 54 ist bereits vergeben. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. 55, 56. Lass mal weiterlaufen hier. 57. Ja, okay, das kotzt mich gerade ein bisschen an. 58, ja. 59. 60. 61. 62. 63,
64. Achso, der hat da gar nicht gekennzeichnet übernommen. 64. 65. So, 65 Kappa Cities haben wir jetzt. Wir haben zwei neue Angebote erhalten. Das lehnen wir ab. Das lehnen wir auch ab. 38. Nee, da würde ich schon 30.000 haben. Gerne. Ach ja. So, ich gehe mal kurz auf Toilette. Schon wieder? Ja, ich, tut mir leid. Aber ja, ich gehe kurz auf Toilette. Wir sehen uns gleich wieder. Einen Moment. Eieieiei, das sind ja richtig viele Angebote hier. Ich weiß nicht, was ich annehmen soll hier. Also das eine Angebot nehme ich auf jeden Fall an. Und das hier nehme ich auch an. Das hier nehme ich an. Das hier lehne ich ab. Das ist ja schon frech hier. Hallo? Das lehne ich ab. Das lehne ich ab. Das ist schon frech. Das ist frech. Das nehme ich an. Das ist frech. Das ist frech. Das ist frech. Das nehme ich an. Das nehme ich an. Das nehme ich an. Das nehme ich an. Ach ja. Es ist so wunderbar. Eigentlich müssen wir noch gefühlt nur Plus gemacht haben heute. Ja, ja, Moment. Da müsste ich ja schon mal 10 Gelenkbusse wieder kaufen. Junge, die Angebote flattern ja hier nur so rin. Nein. Na, kaufen wir nochmal 10, oder? Ja, würde ich sagen. Die Firma muss wirtschaften. So, wie viele Capacities haben wir jetzt? 65.
66. 67. 68.